Das Messnerschlager Rauhnachtsingen hat seinen Namen von dem kleinen Bayerwalddorf Messnerschlag. Das einmalige und nur in dieser Gegend alle 10 Jahre aufgeführte Spektakel beginnt mit dem Verschrei, der Ankündigung. Wer uns nicht wünscht, den lassen wir in Ruhe. Drum sei so gut und sperr dein Haustier zu. Wer aber wünscht den Chor, der reiße weit auf das Tor. Beim Verschreien wird den Familien kundgetan, dass sie Besuch bekommen und Speis und Trank für den nächsten Tag bereithalten sollen. Ja, das Verschrei. Das Verschrei ist eigentlich nichts anderes als die Ankündigung. Man kündigt an, was nächsten Tag passiert. Und da läuft halt auch schon wie der Tanzbär mit. Das eigentliche Rauhnachtsingen beginnt am nächsten Tag. Zur gut 80 Mann starken Gruppe gehören der Ankündiger, die Musikanten, die Gstanzlsänger, der Nikolaus, die Rauhnachtgestalten, die Pfeiferlkinder, die Rasierer, die Schuhputzer, der Bärentreiber, kurz alle Handwerkszünfte, die es einmal gab. Das Rauhnachtsingen ist in Gruppen aufgeteilt. Die erste Gruppe, das sind die Sänger an sich. Da kommt eben der Frage mit Glück herein und Glück hinaus. In den Bauernstuben versammeln sich die Bewohner und die Nachbarn aus der gesamten Umgebung. Dann kommt der Auftritt der Rauhnachtssinger. Da nicht alle 80 gleichzeitig in einer Bauernstube Platz finden, kommen nach und nach die einzelnen Gruppen herein, singen ihre Lieder oder sagen ihre Sprüche auf. Eine gute halbe Stunde dauert dieses Spektakel. Dabei treten alte Sagenfiguren der Rauhnacht auf, wie die alte Trut, aber auch der Nikolaus tritt noch einmal in Erscheinung. Ebenso wie viele Bettelfiguren, die in den Heischebräuchen ihren Ursprung haben. Die Nächte haben sie zusammengeschlossen und haben sie den Bauern auch mal so richtig dick gegeben, wie man sagt. Gell? Und natürlich, wenn man den ganzen Aufbau vom Singen anschaut, Fäserkehren, so, Trudel, da geht es ums Essen. Da geht es die ganze Zeit ums Essen. Gell? Und das Essen war seinerzeit wichtig, das ist anders wie heute. Gell? Aber damals war es wichtig und das Ganze hat sich um Kropfentraht, um Speck und da haben wir was gekriegt. Das gehört natürlich auch heute noch zu diesem Rauhnachtsspiel. Schmalzgebackenes und etwas zu trinken. Dafür singt und spielt die Rauhnachtsgruppe. Was wollen wir denn wünschen, was ist denn der Brauch? Was wollen wir denn wünschen, was ist denn der Brauch? Auf Olle Dog, jo, eine Schüssel voller Kraut. Auf Olle Dog, jo, eine Schüssel voller Kraut. Eine Schüssel voller Kraut, jo, das ist jo kein Speis. Eine Schüssel voller Kraut, jo, das ist jo kein Speis. So tritt Gruppe um Gruppe auf und immer wieder werden die Anwesenden von den Gstanzlsängern ausgesungen. Der Morti arbeitet in der Uni in Mingum, da haben lauter dumm studierte Leute. Die brauchen dann Weitler, denn wo du aber genug freit. Diese Musiker begleiten die Sänger und Rauhnachtsfiguren, die zum Abschluss noch einmal alle zusammen auftreten. Tanzersinger ist ja eben, wie man sagt, das hat man im Bayerischen, von Haus aus ist ein wenig eine hinterfotzige Geschichte, da brennt man es die Leute ein wenig hin. Gell? Und wenn einer gut ist, singt er zurück. Gell? Und wir haben ja praktisch eine ganz eigene Gruppe. Und die Gruppe, das sind die Zitterer. Zitterer, so bei uns. Die Herkunft des Messnerschlager Rauhnachtsingen ist ungeklärt. Vermutet wird, dass es aus den engen Südtiroler Tälern stammt. Dort mussten die nachgeborenen männlichen Bauernsöhne auswandern. Sie durften nicht auf den heimatlichen Höfen bleiben. Viele kamen auch in den Bayerischen Wald und haben ihr Brauchtum aus der Heimat mitgebracht. Hier wurde es den Menschen und der Kultur dieser Gegend angepasst. Olé, 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 olé.